Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Vlog. Dieser Kommentar, den ich euch hier jetzt einblende, hat mich bewogen, dieses Video zu drehen. Und ja, ich muss, der nagt ein bisschen an mir, weil ich selber das hasse, dass so unregelmäßig Videos kamen in den letzten Wochen. Und ich wollte mal mit euch wirklich so real sprechen in meinem chaotischen Wohnzimmer, auch wenn es mich total richtig im Gehirn kratzt, dass es gerade hier so ausschaut. Wie auch hier, wie ihr sehen könnt, bleibt auch im Haushalt extrem viel liegen aktuell, aber dazu erzähle ich euch ein bisschen was. Ja, ihr wisst ja, seit ungefähr, ich glaube Ende, Mitte September hat bei uns unten der Ausbau des Untergeschosses begonnen. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Er ist fast fertig, also die Renovierungsarbeiten sind durch. Es ist jetzt einfach nur mehr so Möbel aufbauen, Möbel hinstellen, pipapo dekorieren, ein bisschen sauber machen. So, Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die natürlich enorm viel Zeit rauben. Und zusätzlich, ne, also ich meine, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, genau wie eurer. Und ja, ich habe halt vier Kinder, also viele sagen so, ja, wo drei Kinder sind, sind auch vier Kinder oder so. Oder dieser Spruch, ach, das dritte Kind, das rennt nur so mit, das ist auch so ein super Spruch, den ich mir denke, so, what? Stimmt eigentlich gar nicht, weil meine Kinder sind alle so, also ich habe vier Kinder, eins geht ins Gymnasium, das andere geht in die Grundschule, das andere geht in den Kindergarten und das andere ist bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe vier Sachen, die ich irgendwie so abklappern muss. Die Kinder haben Hobbys wie Tanzen, der Patrick muss zeitweise von der Schule geholt werden, wenn er Spätschule hat. Also ich bin eigentlich immer in meinem Mama-Taxi unterwegs. Bekommt ihr, glaube ich, gar nicht mehr so viel mit, weil ich gar nicht mehr so richtige Real-Vlogs, also richtige, nicht Real-Vlogs, sondern ich habe euch einfach mitgenommen, wenn ich Zeit hatte und nicht, wenn ich gestresst war. Und ich glaube, dass die Leute das aber auch interessiert. Was macht die Diana, wenn die gestresst ist oder wie ist sie da? Und da habe ich einfach die Kamera in letzter Zeit ein bisschen liegen gelassen, weil es mich noch mehr gestresst hat, noch zu vloggen, wenn ich schon gestresst bin, wenn ich schon unter Zeitdruck stehe und so weiter. Vielleicht können mich die ein oder anderen da verstehen. Ja, deswegen, der Stress war bei mir enorm krass in letzter Zeit durch die Baustelle, weil ich dann auch natürlich auch viele Baumarktgänge hatte oder grundsätzlich auch viel mehr allein im Haushalt mit den Kindern machen musste, wo mir der Papa nicht mehr unterstützen hat können, weil er unten halt gemacht hat. Der Papa, der hatte auch so viel. Ich sag's euch, dieser Mann, der hat die letzten Wochen durchgearbeitet, richtig durch. Also keine Wochenenden, der hat wirklich von Montag bis Sonntag, also der hat ja auch seinen Job, ne? Also er hat einen Vollzeitjob, wo er einen Leiterposten hat, also wo er auch viel Verantwortung hat und ein Team hat und so weiter. Und dann hier zu Hause auch noch mit der Baustelle und so weiter. Also dieser Mann, der Hut ab, dass der jetzt nicht irgendwie zusammengeklappt ist die letzten Wochen, weil das war wirklich schon, wenn man nie einen Tag frei hat, das ist wirklich, geht auf die Psyche, also nicht nur auf den Körper, auf alles einfach. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir halt in letzter Zeit wirklich am Straucheln gewesen und es war halt wirklich hardcore. Natürlich wünschen sich vielleicht die ein oder anderen gerade, dass man da mitfilmt, weil das so spannend oder so interessant ist. Aber ich konnte nicht. Also ich konnte nicht. Was machst du denn, Baby? Ach, die Luisa spielt hier. Sag mal, hallo. Luisa sitzt hier noch auf meinem. Ach, ey, pass auf. Auf meinen letzten Haufen von den Mama-Planern. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, Stress, viel zu tun. Dann natürlich bin ich, wie ihr wisst, zusätzlich zum Mama-Dasein und zu meinem Haushalt ja auch noch berufstätig, Vollzeitberufstätig. Für viele mag vielleicht jetzt YouTuber kein Beruf sein oder so, aber es ist tatsächlich ein Beruf. Also ich habe sehr viele E-Mails, die ich bearbeiten muss am Tag, sehr viele Rechnungen, die ich mal schreiben muss, Angebote, Kontakt mit Firmen hin und her, mit meiner Agentur, also mit meinem Netzwerk, Instagram-Firmen, also Firmen, mit denen ich über Instagram Kooperationen habe, aber auch noch mein Grafik Job. Dann hatte ich auch noch den Mama-Planer designt und dann mache ich ja auch alle selbst. Wir machen alle selbst. Das Design mache ich selbst, den Drucker, also den Druck schicke ich zwar an die Druckerei, aber
Das mache ich auch alles selbst. Dann wir versenden das. Ich mache die Webseite selbst. Das vergisst man alles. Das ist viel, viel Arbeit, die Produkte in die Webseite reinzutippen. Da gucken, wie viel der Versand kostet. Mich um den ordentlichen Versand zu kümmern und so weiter. Also ich könnte euch eine mega lange Liste aufzählen, die ihr gar nicht so mitbekommt, weil ich auch gar nicht so wirklich darüber rede. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die ein oder anderen interessant wäre. Und ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare... Sorry, ich kriege schon einen Krampf in der Hand. Aber ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, falls euch wirklich solche Themen auch interessieren und ihr mehr darüber wissen wollt, wie schaut es denn hinter der Kamera quasi aus? Was machst du denn alles noch? Und erzähl mal, Diana. Also könnt mir gerne auch Fragen stellen, wir können auch so ein Q&A machen oder ich nehme euch wirklich so und zeige euch auch so wirklich so back und zeige euch mal, wie ich das so mache, wenn ich mit Firmen schreibe oder was auch immer. Also wir können gerne mal so ein Video machen. Lasst es mich halt gerne wissen. Ja, wobei ich stehen geblieben. Ich wollte euch ja erklären, warum denn in letzter Zeit so unregelmäßige Videos kamen. Und ja, das ist einfach dieser Grund, weil ich einfach so viel Stress hatte, so viel zu tun. Viele, viele Sachen in meinem Kopf, die einfach explodieren, weil ich gar nicht mehr weiß, wohin damit, mit den ganzen Informationen. Dann habe ich ja auch noch mein Beauty-Business, das ich hauptsächlich eigentlich auf Instagram so präsent habe und gar nicht auf YouTube. Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich vertreibe mittlerweile auch Beauty-Produkte, die ich so toll finde einfach. Und unter anderem diesen Lumi-Spa, den ich ja immer ein paar Mal schon gezeigt, oder immer ein paar Mal, sehr gutes Deutsch, nicht? Den ich schon ein paar Mal hier auf YouTube auch gezeigt habe, wie ich mich abschminke und so weiter. Diese Produkte vertreibe ich, da muss ich mich auch darum kümmern. Da habe ich auch ein paar Mädels in meinem Team, die das auch mit mir zusammen machen. Also es ist extrem viel und ja, wie gesagt, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Dann habe ich auch noch die Kinder und dann habe ich auch noch irgendwo mich. Ich bleibe total auf der Strecke, also das sage ich euch ganz offen. Und ehrlich, ich habe für mich kaum Zeit. Ich bin froh, wenn ich mal schnell duschen kann. Ich bin froh, wenn ich kurz Zeit finde, meine Haare zu föhnen und sowas. Also ein bisschen schminken, das muss bei mir manchmal drinnen sein. Manchmal renne ich auch ungeschminkt rum. Aber ich bin auch in letzter Zeit wirklich nur am Herumstressen. Und es bleiben so viele Sachen liegen. Ich bin einfach nur in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, am Brandherde löschen. Kennt ihr das? Das muss ich machen. Das mache ich jetzt. Und dann bin ich auch so chaotisch in letzter Zeit geworden. Zum Beispiel, ich mache jetzt irgendwas am Laptop und sitze vielleicht im Schlafzimmer, im Bett und mache das am Laptop. Dann erinnere ich mich, ich brauche was aus der Küche. Dann gehe ich zur Küche, zum Beispiel hole ich meinen Tacker aus der Küche. Lisa! Armer Affe. Dann gehe ich dann in die Küche, dann sehe ich dann in der Küche zum Beispiel, dass es unordentlich ist. Dann fange ich an, in der Küche aufzuräumen, habe wieder vergessen, warum ich denn überhaupt in die Küche gegangen bin und mich dann wieder zu schreckhaft zu erinnern. Moment, ich muss ja das voll fertig machen. Und so geht es mir die ganze Zeit. Und dann läutet mein Handy oder mein WhatsApp und dann muss ich da was machen und dann dies was machen. Also da bin ich so unstrukturiert und chaotisch. Das muss ich auf jeden Fall ändern für das Jahr 2020. Deswegen mein Mama-Planer, da muss ich den, also den muss ich ehrlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich hauptsächlich dafür designt, um auch selbst mehr Ordnung in meinen chaotischen Kopf reinzubringen. Und ich hoffe, dass er euch auch hilft. Also falls ihr noch einen haben wollt, übrigens, by the way, Schleichwerbung. Ich habe noch einige zur Verfügung, schaut auf jeden Fall gerne in meinem Online-Shop vorbei. Der ist unten in der Infobox verlinkt. Ja, so viel dazu. Ja, wie ihr seht, schaut es bei mir aktuell auch richtig schlimm aus zu Hause. Meine Wäsche ist immer, also ich habe immer Wäsche, die, keine Ahnung, entweder darauf wartet, gewaschen zu werden oder darauf wartet, gefalten zu werden, gebügelt oder was auch immer. Dann machen die Kinder in letzter Zeit total gerne, ja, einfach Unordnung und räumen es nicht auf. Also vor allem die Luisa, also die Luisa ist momentan in so einer Phase, schaut mal, wo die einfach alles durcheinander wirbelt. Also die schmeißt das dann durch die Gegend und lässt das dann so liegen. Und dann kriege ich die Krise. Wenn es so ausschaut, ich kann mich da gar nicht konzentrieren, dann muss ich mir dann daher hocken und das wegräumen. Dann verliere ich auch wieder Zeit. Ja, dann mein Büro schaut in letzter Zeit so aus. Ablagefläche für alles. Ordner, Rechnungen, Trockenspray. Um ganz ehrlich zu sein, gebe ich euch jetzt mal ein Overview, wie es aktuell ausschaut. Die Luisa sitzt hier auf dem Couchtisch. Hier sind einfach Spielsachen reingeworfen. Ja, you can see it. Einfach alles. Hier liegen so Spielsachen. Einfach, weil überhaupt kein Platz mehr ist. Wir müssen auf jeden Fall mega krass ausmisten. Dann Barbie-Auto, Weihnachtsmütze, das ist mein Patschen. Ja, Bobby-Car.
irgendwas von einem Spiel. Die Kuh hat der Papa jetzt auch noch eingetragen. Dann einfach hier das von Geburtstag. Dann hat die Sophie Wolle gestohlen. Den Teppich hat sie ausgefranst, die Sophie. Dann hat die Luisa iPad geguckt und hier den iPad mitten am Weg gelassen. Also wie ihr seht, das ist so Daily Business bei uns. Real life. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Papa hat sein Pyjama hier reingepflanzt. Dann muss ich das alles wegräumen, diesen Polster. Dann habe ich gewaschen. Alle saubere Wäsche hier, die gefalten werden muss. Und so weiter. Gehen wir weiter. Ich zeige es euch mal. The real life. Hier haben wir so meine Beauty-Artikel. Hier haben wir Decken, die keinen Platz mehr haben. Bücher, die ich noch lesen möchte. Klamotten, die der Luisa noch zu groß sind. Da hat die Michelle wahrscheinlich gestern gebastelt und hat sie einfach so liegen gelassen. Kennt ihr das von euren Kindern? Also die Michelle ist so ein richtiger Basteltiger, aber die lässt dann alles so liegen. Okay, Fokus, wo bist du hier? Ja. Oh, ich werde verrückt. Dann das Badezimmer. Hier ist Schmutzwäsche, die darauf wartet, nach unten getragen zu werden. Badezimmer habe ich heute geputzt. Schaut einfach okay aus, sage ich mal. Es schaut okay, es ist sauber, aber unordentlich. Hier, diese Sachen muss man noch wegräumen. Handtuch, das ist mein Handtuch von den Haaren. Vorm Duschen noch, super, oder? Ja, dann haben wir hier im Vorraum so ein Problem, weil wir haben zu viele Schuhe. Die Kinder, bis die Kinder unten nach unten gezogen sind, leben wir halt noch mit allen Sachen oben, die wir eigentlich auch unten im Untergeschoss gelagert hatten. Ja, die Kinderzimmer, da braucht man gar nicht davon reden, das sind einfach pure Katastrophe. Ja, so geht das Dilemma weiter. Die Küche habe ich vorhin sauber gemacht, also hier ist alles sauber, aber mal wieder unordentlich, ne? Also das ist nicht schön, nicht schön. Aber, was soll ich sagen, es ist zumindest sauber. Und das, meine Lieben, das war jetzt eigentlich nur ein kleiner Einblick in meinen Haushalt. Wenn ihr arbeitstechnisch up to date sein wollt, wie es da ist, das ist auch chaotisch. Also ich muss für einen Kunden, den ich schon ganz lange habe, grafisch was fertig machen. Ich habe ihm versprochen, dass ich das mache. Normalerweise, also ich nehme keine Grafikaufträge mehr an, also keine neuen, aber ich habe diesen Kunden schon so lange und ich kann den jetzt nicht im Stich lassen. Der braucht von mir unbedingt Weihnachtskarten. Das muss ich noch fertig machen. Dann habe ich noch einige Spielsachen, die ich herzeigen möchte auf Instagram. Das ist auch so eine kleine Kooperation. Dann ja, diverse kleine Kooperationen, die noch anstehen oder anstanden, ein paar Rechnungen, die ich noch machen muss. Die meisten Kooperationen sind eigentlich eher auf Instagram, so viele kleine, die auch viel Zeit fressen. Und ja, das gehört halt irgendwie schon zu meinem Beruf dazu. Ja, komm hier. Ja, ich kann euch, übrigens, das ist auch eine Frage an euch, schaut ihr YouTube-Stories? Weil ich habe ein paar Mal YouTube-Story gemacht und es haben sich sogar einige angeschaut. Es würde mich total interessieren, ob euch das interessieren würde, wenn ich da, oder ob ihr das schauen würdet, wenn ich mehr YouTube-Story mache. Da kann ich mir wirklich so ein paar Tage oder einen Tag, eine Woche einteilen, wo ich euch dort in meinen Alltag mitnehme. Das wäre doch auch cool, oder? So quasi ungeschnitten, hier ein paar Sekunden. Weil auf Instagram, wer mir dort noch nicht folgt, bitte folgt mir, Mistiana Diamanta. Dort zeige ich halt öfter, weil es halt schneller geht, was ich gerade so mache und wie es mir gerade so geht. What? Hast du dir ein Aua gemacht? Ein W. Ein W? Die Luisa kann schon echt toll sprechen. Gell, Luisa? Sie kann sagen, was sie möchte, trinken, wenn sie trinken, mal guck sie was essen. Sie kann sich schon so gut mitteilen. Gell, Luisa? Was machst du? Wir müssen dir jetzt noch eine Hose anziehen, oder? Hm. Hast du noch Pyjama-Hose? Dann bitte. Holen wir die Lara ab? An. Ab. Holen wir die Lara ab? Ja. Kriege ich einen Kuss? Willst du den Aua zeigen? Die Luisa hat ein Aua. Du hast, glaube ich, das Armband jetzt runtergenommen. Hast dich gekratzt, oder? Na gut, meine Lieben, wir ziehen uns jetzt mal an und gehen mal die Lara holen. Und die Michelle. So, meine Lieben, ich habe jetzt die Mädels abgeholt. Und wir werden jetzt hier ausmisten zusammen. Das haben wir nicht weg. Ich weiß.
Okay. Wollte ich einen Brand machen? Alles klar. Ich habe jetzt zu Michelle gesagt, Michelle, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir jetzt unbedingt ausmisten, oder? Ja. Ja. Die Kinder, sie können sich von nichts trennen. Ich will alles rein. Ja. Dafür bräuchten wir eine größere Müllhalde, wo wir leben können. Ja. Lisa und Lara, was macht ihr jetzt? Soll ich beißen? Ey. Hey. Lass doch ein. So, wir räumen auf jeden Fall jetzt hier mal auf. Wir müssten auf jeden Fall mal die Spielsachen in erster Linie, weil wir können unser Wohnzimmer nicht dekorieren. Ja, dann halb Müll. Michelle, das ist Papier? Ja. Musst du schon klein drücken. So irgendwie. Lara, hilfst du uns bitte mit? Das gehört. Müll. Hast du dir keinen Müllsack genommen? Muss ich noch eins holen? Ja. Komm, Lara, du hilfst uns mit. Das ist keine Hilfe. Was machst du denn da? Sophie, hilfst du uns? Lisa? Lara, ich habe eine Aufgabe. Du hebst bitte die kleinen Sachen auf, die wir in den Müll haben. Schau, da. Wer hat diese Schokobons da auf dem Boden hingeschmissen? Lisa. What? Unterschied. Es ist, schaut mal, drei Säcke. Drei. Das ist Papier, Plastik und Restmüll. Da haben wir dann rausgeholt. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Drei Stück. Bin auf jeden Fall super erleichtert. Ja, Wäsche ist noch da. Die Kinder sind überdreht des Grauens, aber es ist noch am helllichten Tag. Ich hoffe, sie bauen sich gut aus. Mein Schreibtisch habe ich auch ein bisschen aufgeräumt, wie ihr sehen könnt. Ein bisschen so zusammengestaucht alles. Ja, und das habe ich auch super aufgeräumt. Schaut mal, habe ich sogar Staub gewischt, den Fernseher geputzt. Ja, bin ich sehr stolz auf uns, auf mich und die Michelle. Dafür schaut jetzt mein Schlafzimmer ein bisschen aus. Hey, alles okay bei euch? Ja, da liegen jetzt so ein bisschen Office-Kram und Klamotten. Was ist denn? Was hat denn die Sophie? Nani? Ja. Nani. Ja. Und die Michelle hat sogar ihr Zimmer aufgeräumt und macht sogar Hausaufgaben. Naja, okay. Sie hat ihren Schreibtisch aufgeräumt, oder Michelle? Das Bett schaut ja nicht wirklich cool aus. Aber bitte. Ja. Ja, und Fensterbänke sind auch richtig vollgeladen, richtig nice, finde ich cool. Bei uns hat es übrigens geschneit gestern. Gestern in der Nacht wollte ich sagen. Ich bin jetzt in der Küche, weil ich werde jetzt gleich das Chili con Carne von HelloFresh kochen. Ich sag's euch, ich bin so super dankbar, zu diesen stressigen Zeiten auf HelloFresh zurückzugreifen. Das ist einfach so ein einfacher Segen, einfach sich gar keine Gedanken zu machen. Was koche ich heute? Was mache ich heute? Muss ich das noch einkaufen? Habe ich das zu Hause? Ich mache das jetzt gleich. Es ist ein Family Highlight. Mildes Chili con Carne mit Reis. Spannend. Habe ich noch nie gegessen. Bisher haben wir immer Chili con Carne so pur gegessen, ohne gar nichts. Auf jeden Fall ist das ein Thermomix-Rezept. Ich habe ja meine Lidl-Maschine
Und ich würde mal sagen, ich werde jetzt nicht so viel lange herumlabern und einfach kochen, weil der Patrick kommt auch bald von der Schule und mein Tag ist noch voller schöner Aktivitäten. Also, ja. Michelle hat heute noch tanzen und ich muss den Papa von der Arbeit holen, weil der Papa ist heute, also ich habe ihn heute in die Arbeit gefahren, weil sein Auto in der Werkstatt ist. Deswegen viel zu tun. Aber ich nehme heute noch ein bisschen mit und deswegen kochen. Einmal als erstes. Ah ja, und falls ich, da ich es ja jetzt schon zeige, kann ich euch ja auch gleich meinen Rabattcode nennen. HF Diamanta und ihr spart 50%, wenn ihr aus Deutschland seid. Also ich würde wirklich, wenn ihr mal HelloFresh ausprobieren wollt, nehmt auf jeden Fall das mit meinem Rabattcode, weil ihr spart 50%. Ich finde das richtig cool. Auf jeden Fall, für Neukunden ist der Code gültig, leider nicht für Bestandskunden. Und er gilt bis zum 31. Dezember. Und für Österreich natürlich auch. Und für Österreich sogar auf die erste und auf die zweite Box gibt es die 50%. Ihr habt quasi so eine Box gratis sozusagen. Hey, was ist da los? Streiten eure Kinder auch so oft? Ja, bei uns ist halt immer Halligalli. Auf jeden Fall HF Diamanta. Unten in der Infobox ist die... Sind die Links? Kann ich mir denken, ich bin so selber. Mir reißt schon vor lauter Stress machen, tun, keine Pause, dies, das. Auf jeden Fall, unten in der Infobox, meine Lieben, ist der Code HF Diamanta. Ist schon direkt aktiviert. Die zwei Links, einmal für Deutschland, einmal für Österreich. Einfach nur draufklicken und dann ist der Code schon implementiert, schon aktiviert. Dann werden euch die Preise schon mit dem Code quasi also schon rabattiert angezeigt. So, und ich werde jetzt nicht zu lange herumlabern, weil ich rede schon wieder und rede schon wieder und ich muss einfach mal kochen. So, ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet, habe die Sachen schon geschnibbelt. Habe ich ja gesagt, dass es für einen Thermomix ist und es geht super einfach. Einfach Knoblauch rein, Paprika rein und dann muss ich das Ganze ein bisschen zerkleinern und andünsten. Also zuerst mal, oh nein, ups. Oh Mist, lesen Diana und dann reinschmeißen. Also ich hätte jetzt nur den Knoblauch reinmachen müssen. So, und dann den zerkleinern und dann Öl und dann Paprika. Alles klar, gut, mach mal. Dann kann ich schon mal den Reis vorbereiten. Wo ist er denn? Da ist der Reis. Den muss ich jetzt in den Gareinsatz geben. Der ist bei mir da drinnen. So, dann ein bisschen waschen. Und dann kommt der Ganze jetzt in den Topf. Alles klärchen. Dann das Hackfleisch in einem Topf garen. Schwarze Bohnen. Super. Gut. Im Auto. Schaut mal, mein Lieben, das Essen ist schon fertig. Ich richte es gerade an. Sorry, dass ihr mich gerade nicht seht. Aber, also das ist der Reis, den habe ich im Thermomix gekocht und das Chili im Topf. Und ich richte schon mal für die Kinder auch an, damit es ein bisschen... Also immer ein bisschen früher, damit ich ein bisschen abkühlen kann. Ich glaube, das reicht, oder? Noch ein bisschen. Das war Michelle. Und das ist Lara. Und so schaut es jetzt angerichtet aus. Mit Käse und Frühlingszwiebeln. Magst du auch Frühlingszwiebeln? Ja. Bitteschön. Bin ich mal gespannt. Gut? Ich glaube nicht, oder? Michelle und Lara sind noch ein bisschen draußen im Schnee spielen. Wir essen dabei alleine. Der Patrick ist auch schon bei der Schule. Der Patrick muss übrigens zum Friseur, oder Patrick? Nein. Nein, der Patrick versteckt sich gerne hinter seinem Haar. Luisa! Oh! Während hier eine dicke Katze im Bett von Lara schläft. Wo ist denn die Minus? Da. Seht ihr sie? Die hören mich nicht. Spielen da so schön mit der Sophie, seht ihr sie? Ah. So, meine Lieben. Wie ihr seht, habe ich mich ein bisschen ins Schlafzimmer zurückgezogen. Am liebsten würde ich gerne ein Nickerchen machen, aber das geht natürlich leider nicht, wenn man erwachsene Mama ist. Schade, schade. Ich habe mir auf jeden Fall einen Kaffee gemacht. Zeige ich euch.
Und ich werde den jetzt trinken und ein bisschen arbeiten. Ja, das ist so meine Daily Routine. Also wenn wir gegessen haben, kehrt so ein bisschen die Nachmittagsruhe ein. Da entspanne ich nicht, sondern da arbeite ich. Also im besten Fall schläft die Luisa. Die Luisa ist aber noch in der Küche mit den anderen Kindern. Und ich versuche hier ein bisschen zu arbeiten, ein paar E-Mails zu bearbeiten. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. So ein bisschen Real Talk, ein bisschen, ja, was ich so irgendwie den Tag über mache. Ein bisschen verwirrt sein ist Standard bei mir. Ihr habt gesehen, ich habe heute einfach spontan aufgeräumt. Also ich war gar nicht so auf Aufräumen eingestellt heute, aber ich habe das gebraucht. Ich fühle mich jetzt so viel besser, da ich weiß, dass jetzt so im Wohnzimmer viel Kram schon mal weg ist. Es ist so wie, wenn man, keine Ahnung, Schuppen auf den Augen hat, oder sagt man das so? Weiß ich nicht. Nein, sagt man nicht, oder? Das sagt man in Kombination mit was anderem. Egal. Auf jeden Fall, ich liebe es. Ich liebe es, dass es ein bisschen ordentlicher ist. Ja, und Wäsche waschen. Und bin ich heute auch gut dran gewesen. Habe schon 2 Waschmaschinen gewaschen und falten müssen wir noch. Ja, aber gehört dazu. Ja, meine Lieben. Ich glaube, das war's mit dem Video. Nicht vergessen, in der Infobox abchecken, falls ihr auch HelloFresh testen möchtet. Wenn nicht, dann könnt ihr trotzdem in der Infobox schauen. Da ist nämlich noch mein Mom-Boss-Planner. Es wird jetzt bald auch ein Girl-Boss-Planner rauskommen. Und es wird auch bald Merch geben. Also Merch, nicht Merch, wo Diana Diamant da draufsteht, aber richtig coolen Merch. Ich arbeite gerade auch daran, das habe ich auch jetzt nicht so gesagt. Aber ich arbeite daran im Hintergrund, ja. Es werden T-Shirts rauskommen, so viel möchte ich verraten. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, natürlich machen wir wieder alles in Eigenregie. Und noch ein bisschen mehr Arbeit dazu, warum nicht? Aber ich liebe es halt einfach, ich mache das total gerne. Wisst ihr, diesen Mom-Boss-Planner oder mein Online-Shop oder YouTube. Ach, und Instagram, ich mache das einfach gerne. Deswegen ist es für mich auch nicht wie arbeiten. Ich muss mir noch ein bisschen ein besseres Zeitmanagement einplanen. Und ich möchte auf jeden Fall viel mehr Videos machen, weil ich das einfach so vermisst habe und weil mir das so viel Spaß macht. Und ich das jetzt eigentlich nur aus Zeitgründen runter reduziert habe. Ja, deswegen werde ich wieder back to the roots gehen. Wieder jetzt, also nicht ganz back auf daily, sondern zumindest wieder 3 Tage habe ich mir vorgenommen. Weil ich sleep, deswegen, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar. Bitte kommentiert, ich freue mich so sehr. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, immer alle Kommentare zu beantworten, aber ich gebe fix ein Herz und manchmal nehme ich mir wirklich Zeit, setze mich hin und beantworte Kommentare. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.